Also wenn wir über das Thema Zukunft der Arbeit reden, Zukunft von Arbeitsplatz, ja, müssen wir ganz klar sehen, dass alles, was digitalisiert und automatisiert werden kann, das wird. Weil Technologie lernt das. Die Fakten existieren, die Netzwerke existieren. Nehmen wir Buchhaltung zum Beispiel auf dem untersten Level. Ja. Oder Dinge wie Callcenter. Ja. Dass jemand anruft und seinen Flug ändert, das kann eine Maschine auch verstehen. Also wir kommen jetzt langsam dahin, sagen wir in den nächsten 10 Jahren, dass diese ganzen Arbeitsplätze, die Aufgaben schmilzen. Ja. Aber was passiert genau in diesem Prozess der Wandlung, wenn Computer lernen und Dinge wissen können? Ja, da ist auch ein guter Bestandteil drin, weil Routinearbeit ist ja nicht zwingend das, was Menschen glücklich macht, nicht zwingend das, was zur Selbstfindung, zur Selbstverwirklichung beiträgt. In der Tat, besorgniserregend ist dabei, neue Jobs werden nicht so schnell entstehen, wie alte Jobs wegfallen. Das andere, worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist natürlich die Tatsache, dass wir jetzt ja schon sehen in der Startup-Economy, die Jobs, die entstehen, sind eher Jobs von Solo-Selbstständigen, weniger die klassische abhängige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Aber die zwei Herausforderungen, die ich da hauptsächlich sehe, die wir besprochen haben schon, ist, das erste ist, dass in dieser Transitionsphase erstmal die Jobs wegfallen, die früher einfach Routine waren. Ja, zum Beispiel Autofahren, Taxifahren, reproduzieren, Logik, Sachen finden und so weiter. Sodass wir davon ausgehen können, dass wir die auffangen müssen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Und die zweite Phase ist, wenn dann Technologie mal so weit ist, dass sie das alles kann, dann ist die ganze Logik in Frage gestellt. Die Logik des Konsums natürlich. Wir haben Überfluss auf einmal. Wir haben eine Situation, wo vielleicht Leute 75 Jahre lang arbeiten. Also wir haben eine ganz andere soziale Voraussetzung, wo auch dann Berufe, die früher eher ehrenamtlich waren, auf einmal in den Mittelpunkt rücken können. Aber das bedeutet doch, dass wir eine komplett neues System brauchen. Das bedeutet eigentlich wahrscheinlich auch, dass wir an solchen Fragen wie einer generellen Grundversorgung oder eines Grundeinkommens nicht vorbeikommen. In der Vergangenheit haben wir sowas immer gerne abgelehnt nach dem Motto, wer soll das finanzieren? Aber das, was du beschrieben hast, bedeutet ja unglaubliche Effizienzgewinne. Und diese Effizienzgewinne muss ich schlicht und einfach umverteilen. Damit muss ich möglich machen, dass sich Arbeit und Geld voneinander ein bisschen entkoppelt. Und dann haben wir die Frage des Sinns. Also für Männer speziell ist ja Sinn und Arbeit auch ganz eng verknüpft. Ja, und Geld und Arbeit und Sinn, ne, gehört alles zusammen. Was passiert, wenn wir neuen Sinn finden können in Sachen, die nicht unbedingt bezahlt werden? Ja, also künstlerisch, sozial, Familie, ehrenamtlich, Dinge, die jetzt da einfach schon, auch schon sind. Ja. Können wir dann den Sinn finden und trotzdem Geld verdienen, wenn wir das Grundeinkommen haben? Wir müssen irgendwo auch den Hebel im Kopf umlegen. Also bislang ist Arbeit schlicht und einfach dadurch definiert, dass ich Produkte schaffe und damit einen Mehrwert. Aber ich glaube, Arbeit wird in Zukunft primär darüber definiert werden, dass ich einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffe. Das kann ich jetzt natürlich schon forcieren. Wir haben heute schon soziale und kreative Berufe, aber die stehen ziemlich am Ende der Futterkette. Eigentlich müsste ich die heutzutage schon aufwerten. Ich muss die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass das Ende der Routine nicht das Ende der Arbeit ist.